Hallo, hier ist wieder Minecraft Stanford mit einem neuen Tutorial für euch. Ja, und zwar es geht heute darum, speziell um die Node Blocks, wie ihr ganz leicht mit einem kleinen Programm einen kompletten Song erstellen könnt, einen Song eurer Wahl. Und wie ihr das Ganze dann auch in Minecraft auf eurer Welt, auf eurem Server einfügen könnt. Ja, und wir fangen auch direkt an. Ihr braucht generell mal das Minecraft Node Block Studio. Das ist dieser hier. Den habe ich also schon runtergeladen und installiert. Den Link dafür stelle ich natürlich in die Description vom Video mit rein. Dort könnt ihr euch das dann auch runterladen. So, ihr braucht nur dieses Programm und einen Song, und zwar genauer gesagt einen MIDI-Song, wo ihr den downloaden könnt, poste ich auch in der Beschreibung des Videos rein. Dort findet ihr fast alle Lieder, die relativ bekannt sind, und auch vor allem neue Lieder, die direkt im MIDI sind. Und wie ihr das Ganze macht, zeige ich euch direkt jetzt einmal. Wir starten das Minecraft Noteblock Studio. Und genau, da ist es schon. Wir müssen jetzt hier kurz warten, bis sich das Ganze gestartet hat. So, nun fragt uns das Programm. Das Programm ist auf Englisch. Ist aber wirklich nicht schlimm, weil ihr müsst wirklich nicht viel Englisch verstehen. Und ja, auf jeden Fall fragt euch das Programm, what do you want to do? Das heißt also, was wollen wir tun jetzt? Wir können hier einen neuen Song erstellen. Wir können einen Song laden. Wir können einen Song auswählen, den wir schon produziert haben. Hier habe ich bei mir Good, hier haben wir die That I Used to Know mit Kimbra. Dürfte auch fast jeder kennen. Und wir können Generate Song Out of Sound File. Generell zu Create a New Song habt ihr hier ein leeres Fenster. Ich mache das mal kurz groß. Dort könnt ihr selber selber schreiben. Ihr könnt hier unten durch anklicken, die verschiedenen Töne einfügen. Ihr könnt dann umswitchen, zum Beispiel auf hier Instrument, Double Bass, Bass Drum, Snare Drum oder ein Click. Oder ihr könnt auch neue Instrumente hinzufügen, Trompete, Saxophon, Akkordeon. Also ihr könnt alles mögliche machen. Ich füge jetzt hier zum Beispiel noch die Bass Drum oder nimm sozusagen die Bass Drum. Ihr könnt es hier oben auch direkt machen, Piano, Double Bass, die Bass Drum und die Snare Drum. Oder ein Klickgeräusch, dann hört man hier jetzt vielleicht auch schon recht gut, kann man hier die verschiedenen Höhen und Tiefen einstellen. Ich nehme jetzt als Beispiel die B2, klick hier hin, kann aber auch mit ziehen, ne, geht nicht, ich weiß nicht mehr, wie das ging genau, So könnt ihr es verschieben. Auf jeden Fall durch Klicken hier in diese Felder könnt ihr dann eben die Instrumente einfügen. So könnt ihr euch selber ein bisschen musikalisch austoben, um das Ganze auszuprobieren. Könnt auf Play drücken und der Ganze spielt es ab. Hier oben 10.00t-s bedeutet 10 Ticks pro Sekunde, also Tempo vom Song. 10, 5 oder 2,5 sind die Geschwindigkeiten, die für Minecraft kompatibel sind. So, zum nächsten, was wir kommen, ist die generelle Kompatibilität zu Minecraft. In Minecraft könnt ihr mit den Noteblocks maximal 2 Oktaven bestimmen. Das heißt, wenn ihr jetzt einen neuen Song macht, ich habe mir also jetzt schon einen runtergeladen, dann gehe ich hier oben auf File, Import from MIDI. Nee, das wollen wir jetzt nicht speichern. Dann sucht ihr eure Downloads von als die MIDI-Files. Und hier habe ich schon ein paar runtergeladen, die ich ausprobiert habe. Und wir nehmen jetzt einfach mal ein Gautier, machen einen Doppelklick drauf, er lädt das Ganze. Und jetzt kommt das MIDI-Import-Fenster.
Hier ist es wichtig, dass ihr auf jeden Fall anhakt, Key within Octave Range. Das heißt, dass der in dem Oktavenbereich bleibt, für Minecraft auch geeignet ist. Ihr könnt hier auch die verschiedenen Instrumente auch nochmal ändern oder die Oktaven. Hier sieht man plus 1, plus 2 oder keine. Das heißt, nur oder minus 1 nur in diesem Oktavenbereich wird also das Lied gespielt. Hier ist es genauso. Und ja, und dann geht ihr einfach auf Import. Dann dauert es kurz und der Song wird importiert. Ihr könnt also hier jetzt schon auf Play drücken. Und ja, der Song spielt eben jetzt auch direkt ab. Ich hoffe, man hört's. So müsste den Song eigentlich auch jeder kennen. Beachtet bitte, das Ganze ist natürlich jetzt Minecraft-Qualität, also beziehungsweise MIDI-Qualität, von dem her natürlich immer gewöhnungsbedürftig. Wer aber den Song kennt, erkennt ihn auch definitiv. So, hier rechts oben steht jetzt das Minecraft-Blocksymbol und not compatible. Das heißt also, so wie der Song jetzt ist, ist er nicht kompatibel zu Minecraft. Um das Ganze zu ändern, klickt ihr dort drauf. Und hier erscheint jetzt halt eben, dass das Tempo entweder 2,5, 5 oder 10 Ticks pro Sekunde sein muss. Derzeit ist es auf 7,75. Ich empfehle hier an dieser Stelle jedem, das Tempo auf 10 zu machen. 5 ist zu langsam und 10 ist zwar zu schnell, jedoch, wenn ein Lied etwas schneller läuft, erkennt man es definitiv besser, wie wenn es langsamer läuft. Und ja, und ihr braucht hier, also drei verschiedene Sachen können eben falsch sein. Das unterste hatte ich selber jetzt noch nie, also no custom instruments must be used. Sprich, das sind Instrumente jetzt mit drin, die man in Minecraft nicht machen kann. Hatte ich selber noch nicht in den Songs, die ich ausprobiert habe. Die 2-Oktave-Range kommt auch manchmal, kommt dann aber auch hier im Button Fix Oktav oder ähnliches. Und ja, geht einfach auf Fix Tempo. Er ändert automatisch das Tempo auf 10 Ticks. Und ja, dann geht ihr auf OK. Können uns das Ganze nochmal kurz anhören hier. Ist natürlich jetzt etwas schneller, aber man erkennt es auf jeden Fall. Dann seht ihr hier rechts oben auch direkt, dass das Ganze ist grün ist und es das heißt kompatibel. So, dann braucht ihr, um natürlich das Ganze auch auf eurem Server benutzen zu können, braucht ihr MC Edit, also Minecraft Edit bzw. World Edit. Gibt es sowieso im Package World Edit und World Guard ist ja meistens eh ein Plugin-Package. Und das Ganze funktioniert mit Schematics. Wir gehen hier oben auf File. Export as Schematik, dann öffnet sich hier die Schematik Export Option nochmal. Dort könnt ihr zum Beispiel auswählen, wie das Ganze aussehen soll, dass man einfach einen Holzsteg über das hat, ein Minecart-System darüber hat und auch immer genau so schnell ist, dass man auch immer dort ist, wo es gerade läuft. Oder Klassik, dass das Ganze komplett unterhalb von Glas ist. Dann könnt ihr include locked layers, compass layers, create glass floor. Also das zählt natürlich jetzt nur, wenn man bei Classic ist, wenn man auf circular walkway geht, also halt mit Minecart. Dann könnt ihr auswählen include Minecart track und add chest with Minecarts. Das heißt, wenn ihr das macht, steht auch eine Truhe sogar da, wo dann sogar noch Minecarts drin sind. Ihr könnt das Tempo nochmal ändern. Und hier könnt ihr auch nochmal den Walkway Circuit und den Ground von eurem Noteblock-System nochmal in verschiedene Sachen ändern. Ändert natürlich nichts an den Steinen, beziehungsweise am Sound der einzelnen Noteblocks.
Ja, so wenn ihr das alles eingestellt habt, könnt ihr Remember Changes auch machen, dann speichert ihr das auch fürs nächste Mal und ihr geht auf Export, wählt dann noch aus, wo ihr es hin exportieren wollt. Hier ist es auch sinnvoll, dass ihr die Datei nicht so benennt, sondern wie ich jetzt hier schon gemacht habe, auf dem Desktop mal kurz nebengespeichert. Ich habe es einfach nur Gautier genannt. Ich weiß ja, was es ist. Ihr müsst es ja dann auch wissen. Jedoch, wenn ihr das so benennt, wie jetzt hier unten gerade stand, mit Unterstrich und Minus und was weiß ich für Zeichen dazwischen, habt ihr später das Problem beim Einfügen auf eurem Server, dass ihr das auch abschreiben müsst und das ist ziemlich nervig. Ja, ihr klickt auf Speichern. Und dann speichert sich das Ganze auf dem Desktop. Ihr könnt das schließen, das Programm. Und ja, schwuppdiwupp, zauber, zauber. Hier habe ich mein Gautier.schematik. Das heißt, das ist auch jetzt schon direkt das komplette Noteblock-System. So, dann geht ihr in Minecraft rein, beziehungsweise ihr müsst vorher diese Schematik auf eurem Server einfügen. Ich spreche hier jetzt auch wieder für die Leute speziell, die einen Online-Server, Nitrado Dawn-Servers oder ähnliches haben. Mit FileZilla. Das könnt ihr in einem anderen Video von mir sehen, wie das funktioniert. Ihr erstellt euch in eurem Bucket Hauptordner von Minecraft, erstellt ihr euch einen Schematics-Ordner, seht ihr hier gut, benennt ihn auch direkt so, schreibt ihn genauso wie ich. Und dort könnt ihr Schematics einfügen. Dort könnt ihr also nicht nur Songs einfügen, sondern auf mcschematics.com könnt ihr euch auch zum Beispiel Schematikdateien runterladen. Häuser, Trainstations, Buildings, Monuments, also Arenen. Da gibt es also wirklich verdammt viel. Dort könnt ihr euch die auch zum Beispiel alle runterladen. So, jetzt zieht es rein. Und startet euren Server neu, damit sich das auch ganz in den Server hochlädt. Und ja, und dann gehen wir eigentlich schon, sobald er es hochgeladen hat, Server gerestartet ist, in Minecraft rein. Ich hole uns das mal hier schön her, dass man es erkennt. Und ja, und dann seid ihr eben im Spiel drin. Dann müsst ihr, wenn ihr auch MC Edit und so habt, müsst ihr nur noch mit Slash, Slash, Load, Leerzeichen, hoppala, und den Namen der Schematik, den ihr laden wollt, reinschreiben. Und bei mir ist es eben Gautier.schematik natürlich nicht schreiben, sondern nur den Namen. Drückt Enter, dann könnte es kurz dauern, je nachdem wie groß die Schematik ist. Und wir sehen hier unten Gautier loaded, pasted with slash slash paste. Und das Ganze machen wir jetzt auch. Geben das ein. Paste relative to you. Undo with undo. Also das sind die Zurückbefehle. Und ich warte jetzt hier kurz, bis sich das Ganze aufbaut. Dauert immer einen kleinen Moment, da das natürlich sehr aufwendig ist. Es könnte sogar sein, dass es mich vom Server runterhaut, wenn es gerade zu viel für ihn ist, je nachdem, ob er mag oder nicht. Und ja, da haben wir es auch schon. Ich hoffe, ich habe es jetzt nicht. Nein, es passt. Ich habe es also nicht in unsere Häuser oder so reingemacht. Und ja, wie ihr seht, hat sich jetzt hier auch direkt das volle System. Doch, das müsste richtig sein. Aufgebaut. Das Ganze ist natürlich auch so lang, wie das Lied auch in echt ist. Das heißt 3 Minuten 40, denke ich mal, sowas die Richtung. Und ich fliege jetzt hier gerade das Ganze ab, damit sich das auch aufbaut. Und ja, und dann braucht ihr nur noch am Anfang, ihr findet alles komplett fertig. Das Programm ist wirklich spitze für so etwas. Braucht ihr am Anfang nur noch auf den Button drücken und das Ganze spielt sich auch ab. Zu empfehlen ist, 1, 2 Minuten warten, bis sich auch alles aufgebaut hat und es nicht mehr leckt vom Server her. Und ja, dann könnt ihr hier Loop, das heißt, ihr könnt den Schalter nach oben legen und das Lied wiederholt sich und wiederholt sich und wiederholt sich. Wenn es nach unten ist, habt ihr Loop off, also nur einmal. Und ja, hier steht eben noch Song Generated bei Minecraft Noteblock Studio. Könnt ihr nicht ändern, das ist schon so programmiert. Und
Ja, wir drücken hier auf Go. Und ich hoffe, man hört's. Ich könnte mich natürlich jetzt hier noch in ein Minecart setzen und dann fahre ich immer diesem ganzen Spektakel hinterher, dass man auch immer genau da ist, wo das Lied gerade abspielt. Und ja, im Grunde war es das. Mehr ist es nicht. Ihr könnt euch damit wirklich rumspielen, ihr könnt ausprobieren, könnt viele Songs damit machen. Und wo ihr diese Songs runterladet, wo ihr MC Edit runterladet und wo ihr den Minecraft Noteblock Studio runterladet, poste ich euch alle Sachen in der Beschreibung. Ich würde mich um ein Like und ein Favorisieren, Abonnieren freuen von euch. Und ich hoffe natürlich, es hat euch Spaß gemacht und hat euch auch weitergebracht. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video. Von hier aus einen schönen guten Abend noch und eine schöne Nacht. Euer Minecraft Steinfort.